angekündigt bin ich schon. Ich bin Dorit Holaski, aktiv in der Verdi-Betriebsgruppe im Krankenhaus Dresden-Neustadt und Mitglied der SAV. Und ich bin sehr froh, dass heute so viele hier sind, dass wir endlich diesem unsäglichen, montäglichen Spuk mal wieder was entgegensetzen, dass nicht der Eindruck entsteht, dass wir diese Entwicklung unwidersprochen hinnehmen. Trotzdem habe ich mir jetzt die Frage gestellt, obwohl das heute echt schon super aussieht, aber warum wir das bisher nicht geschafft haben, zahlenmäßig mal gleichzuziehen oder überlegen zu sein und wie wir es schaffen können, stärker zu werden. Und da möchte ich euch drei Punkte mitteilen. Zum Ersten bin ich auch als Gewerkschaftsmitglied der Meinung, dass die Gewerkschaften noch in einem ganz anderen Maße eigentlich mobilisieren müssten. Viele werden sich da vielleicht fragen, wieso? Gewerkschaften, die sind doch vor allem für Lohnerhöhungen zuständig. Und ihr denkt vielleicht vor allem an die Kita-Streiks, die Streiks bei der Bahn, bei der Post und den Piloten, die wir in letzter Zeit erlebt haben. Dabei ist es in unserem Bewusstsein leider etwas verschüttet, dass die Gewerkschaften eigentlich die Organisationen sind, die die Beschäftigten und Arbeitslosen übergreifend organisieren können, wo wir uns von der Reinigungskraft bis zum Oberarzt zusammentun könnten und dadurch eine echte Gegenmacht darstellen können. Diese Stärke müssen wir uns wieder mehr vor Augen führen und auch nutzen. Zwar haben die einzelnen Gewerkschaftsgliederungen schon so Stellungnahmen und Resolutionen gegen Pegida und Rassismus verabschiedet, die stehen dann aber irgendwo auf der Internetseite und ich als normales Mitglied merke davon ziemlich wenig. Als ich Anfang des Jahres mal gebeten habe, dass wir von unserer Gewerkschaft so eine Diskussionsveranstaltung dazu organisieren, da gab es von Seiten der Hauptamtlichen eher Skepsis, weil sie eben wussten, dass auch Gewerkschaftsmitglieder sympathisieren mit Pegida und dass sie da keine Konfrontation haben wollten. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Wir brauchen eine inhaltliche Debatte. Leider ist es Pegida gelungen, den Unmut über die sozialen Missstände für sich zu nutzen und rassistisch aufzuladen. Dabei finde ich, es reicht eben nicht aus, nur an Menschlichkeit, Toleranz und Mitgefühl zu appellieren. Es war natürlich ein Riesenbetrug, dass die WOBA verkauft wurde, dass Hartz IV eingeführt wurde, dass Krankenhäuser privatisiert werden und so weiter. Was wir erleben, ist ein Sozialabbau in einem riesigen Maßstab seit Jahren. Und natürlich kann ein langzeitarbeitsloser Hartz-IV-Empfänger nichts von seinem Regelsatz mehr abgeben oder in seiner maroden Plattenbauwohnung auch noch Flüchtlinge aufnehmen. Aber ich frage euch, sind die Flüchtlinge daran schuld? Natürlich nicht. Und würde sich irgendetwas verbessern, wenn wir keine Flüchtlinge mehr aufnehmen würden? Ganz sicher auch nicht. Die Erfahrungen der letzten 25 Jahre zeigen, dass alle Opfer, die wir als Beschäftigte, Arbeitslose, Patienten, Mieterinnen oder so gebracht haben, nicht etwa unseren Mitmenschen zugutekommen, sondern von den Oberen kassiert wurden. Die wirkliche Ursache für die soziale Ungerechtigkeit liegt an einer groß angelegten Umverteilung des Reichtums von unten nach oben. Kennt ihr das Gleichnis, wo Quandt, ein Bildzeitungsleser und ein Flüchtling an einem Tisch sitzen? Also Quandt, so zur Erinnerung, das ist der reichste Mann in Deutschland, der Besitzer von BMW und mit einer unsäglichen Nazi-Vergangenheit. Also die drei sitzen an einem Tisch, Quandt, ein Bildzeitungsleser und ein Flüchtling. Da liegen 10 Kekse auf dem Tisch. Quandt nimmt sich davon 9 und dann sagt er zum Bildzeitungsleser: Achtung, der Flüchtling will dir den Keks wegnehmen. Und wenn wir uns die Reichtumsverteilung in Deutschland anschauen, dann ist das genauso. Die reichsten 10% der Bevölkerung haben 60% des Gesamtvermögens. Und das heißt, fast alle von uns sitzen an dem Kekstisch auf der Seite mit dem einen Keks. Und zwar gemeinsam mit Flüchtlingen, Arbeitslosen, Rentnerinnen, prekär Beschäftigten, Alleinerziehenden und so weiter. Und das heißt, wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir uns zusammenschließen und die soziale Frage stellen und um Umverteilung kämpfen. Wir wollen die Bäckerei! Genau. Als letzten Punkt denke ich, dass es schwierig ist, sich jede Woche wieder neu zu motivieren, gegen etwas auf die Straße zu gehen. Viel leichter wäre es, wenn wir eine gemeinsame Vision hätten, wofür wir rausgehen. Für mich ist es klar geworden, dass das eine Gesellschaft sein muss, die nicht mehr kapitalistisch ist. Wenn wir gemeinsam für eine Gesellschaft kämpfen würden, wo die Rüstungsbetriebe für die zivile Produktion umgerüstet würden, für eine Gesellschaft, die keine Kriege mehr führt,
wo der gesellschaftliche Reichtum gerecht verteilt würde, wo wir nur noch 30 Stunden arbeiten müssen und mit 55 in Rente gehen, weil die Produktivität dafür einfach da ist, wo wir nur noch ökologisch produzieren und im Gegensatz zur DDR über alle Angelegenheiten auch demokratisch bestimmen. Wenn wir uns diese Ziele wieder ganz selbstverständlich auf die Fahne schreiben, dann bin ich dabei, wenn nötig, auch öfter als einmal die Woche. Und ihr vielleicht auch. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass das der letzte Jahrestag von Pegida bleiben wird und sage, kein Mensch ist illegal, bleibe Recht überall.